Wieder da. Baldovinetti selbst malte dieses Meisterwerk. Er überließ es dem großen Domenico, doch als der starb, konnte ich es der Familie abschwatzen. Und nun könnte es teuer sein. So, hier hoch. Bist du betrunken? Du Sekunde, Miss Save. Sieht eher riskant aus. Ja, jetzt sind wir wieder an einem der Punkte, wo 100 pro eine Dame ist. Also, spar uns den Ärger und leg die Waffe weg! Ich mach mal schnell einen Screenshot. Weil... Die Befreiung Roms hat begonnen. Hab Dank. Ihr seid ein Beispiel, dem ich nur zu gerne folgen würde. Dann verlassen wir mal kurz den Animus. Nicht zu schnell aufstehen. Was geschah mit Katharina Sforza? Sie ging nach Florenz und bat erfolglos um die Übergabe ihrer Ländereien. Sie starb in Armut. Ah, traurig. So ist das Leben. Oder der Tod, aber ihr versteht mich schon. Treffen wir je die Chefassassinen? Ich hörte von einem Treffpunkt, als ich jünger war. Scheinbar gibt es ihn, obwohl ich nicht sicher bin. War es auch nie. Du siehst ihn, wenn wir den Apfel haben. Ja, ich habe die allerhöchsten Erwartungen. Eine private Espresso-Bar zum Beispiel. Reine Geldverschwendung. Du bist schon mal kein Espresso-Trinker. Was ist mit dem Strom? Im Moment geht's, aber die Leitungen sind aus der Steinzeit. Verdammtes dritte Weltland! Sprichst du von Italien? Nein, Europa ganz allgemein. Wusste nicht, dass England ein dritte Weltland ist. England ist nicht Europa, Rebecca. Wir tolerieren Europa, weißt du? So wie man Herpes toleriert. Gibt's irgendwas zu essen hier? Wer nicht arbeitet, isst nicht. Ein Scherz. Du weißt, dass das Spaß war? Genau. Lächeln und nicken. Da gibt es einen Freiwilligen. Der war es wert. Manchmal fühle ich überhaupt keine Bindung mehr zur Realität. Fast ein Jahrzehnt meines Lebens futsch, für die Suche nach diesen Edensplittern. Denk an das schöne Gefühl, wenn wir die Templer endlich gestoppt haben. Ich weiß nicht, ob das jemals endet, Desmond. Ich kann das nicht ewig tun. Das glaube ich nicht. Meine Lucy brachte mich her und bildete mich aus. Die würde nie aufgeben. Schätze, ich habe dich gut ausgebildet, wie? Na, ganz okay. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns hier bei der nächsten Folge wieder. Assassin's Creed. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis dahin. Ciao, ciao.
Ja, damit willkommen zu Assassin's Creed Brotherhood. Vielleicht wird mal hier irgendwas. Und uns hier das Adlerauge. Weil man muss hier, wenn man die ganzen Sachen finden will, schon ein bisschen sehr rumsuchen. Und wir haben halt nur ein paar Minuten immer Zeit. Was ist, weil die ganzen Punkte hier, wo die ganzen Sachen versteckt sind, kenne ich eh nicht. Und hier ist was. Zweites Artefakt gefunden. Marios Schwert. Oh. Auge schauen sollen, ob man dieses Artefakt auch findet, ob man diese Artefakte sieht. Weil es wäre praktisch. Zumindest zwei Sachen haben wir schon mal. Sekunde. Jetzt kann es hoffentlich die nächste Zeit ein bisschen ungestört weitergehen. Und dann würde ich sagen, gehen wir wieder in. Alles bereit!
wir erst einmal das, dann gehen wir hier hoch, weil da oben haben wir auch noch eine Quest, Söldner. Dann hier rüber. Dann können wir schon mal. Sollte man eigentlich schon recht nah sein. Hey, kein Grund überzuschnappen. Mein Nichts nutzt von einer Ehe. Aber ich irre mich eurem Zaun. Danke vielleicht. Mal so einfach 1500 Florin gemacht. Ein neuerliches Aufkommen von Leichtmünzen sorgte für Aufruhr in der Stadt. Die Hälfte der Florin und die meisten Läden. Dann haben wir auch das. Aber was ich auf jeden Fall irgendwie hinkriegen möchte, ist, dass man die Rüstung bekommen, wo wir die ganzen Schlüssel brauchen. Schauen wir mal, dass wir das hinkriegen, weil das wäre schon schön, wenn wir das mal hinkriegen würden. Zumindest ich. Da fehlt uns noch ein bisschen Geld. Recht. Der Magister will euch töten lassen. Diese Schikanen werden meine Forschungen nicht stören. Heute ist eine Eklipse. Und ich habe vor, sie zu dokumentieren. Aber er will euren Kopf. Lieber erleuchtet sterben, als in Unwissenheit zu leben. Er wird noch vor euch sein Ende finden. Den Magister eliminieren. Den Magister mit der versteckten Klinge eliminieren. Okay. Versteckte Klinge haben wir eh ausgerüstet. Ich gebe viel, um an seiner Seite. Die Familie Colonna gibt bekannt, dass diesen Samstag auf den Feldern hinter San Lorenzo Fuori Lemura ein großes Turnier. Hier rüber, dann können wir hier mal schauen. Kein muffiges Leder oder rostiges Metall. Die Wahrheit zu verleugnen, macht sie nicht unwahr. Menschen sind faul. Sie glauben an das, was sie glauben sollen. Meine besten Männer suchen nach Kopernikus. Ihr kommt zu spät. Requiescat in pace. Okay. Aus dem Gebiet liehen. Okay. Wird die kürzlich begangenen Übergriffe nicht länger dulden. Seid gewarnt.
Ja, wir sind zu Copernicus zurückkehren. Und die Assassinen werden wir dann auch auf, nach und nach wieder auf Mission schicken. Die wohltuende Wirkung der Thermalquellen von Ferentino suchen. Ein kürzlicher Temperaturanstieg hat die Therme... Heilung! Überlegen, wie wir diese Bastarde treffen können. Gebt die Straße frei! Ihr könnt unsere Hilfe sicher brauchen. Ist die Welt nicht wundervoll? Einiges davon. Seid nicht so emotional. Ihr werdet merken, dass alles einen Sinn ergibt. Vielleicht. Cesare hält sich für den Mittelpunkt von allem. Doch kreist er nur in der Peripherie, so wie wir alle. Wusstet ihr, dass vermutlich die Sonne der Mittelpunkt des Universums ist, nicht die Erde? Ich sehe die Bewegungen von Mond und Sternen und kann doch nur beobachten. Es gibt so viel, was ich nicht weiß. Dieses Zeitalter der Vernunft ist nur der Anfang eines Endes, das ich nie sehen werde. Eines Tages werden wir die Welt beeinflussen können. Mit der Kraft des menschlichen Willens das Licht nutzbar machen und vielleicht gen Himmel reisen. Aber ich greife mir selbst voraus. Zuerst müssen wir die Sonne im Mittelpunkt sehen. Für mich klingt glaubhaft, was ihr sagt. Ihr solltet mir nicht einfach glauben. Nicht, bis ich es beweisen kann. Bald. Gute Nacht, Ezio. Und hab Dank. Praktisch, wenn man ein paar Assassinen einfach mal schnell auf herrufen kann. Aufseher mit der Pistole töten. Gefüllt mit 2000 Goldkugeln. Udi für den besten Kavaliere. Er wird noch jemanden verletzen, wenn er so weitermacht. Ist der Aufseher. Noch ein Frühstück so. Verlicht. Karte. Ah, ich brauche jetzt noch die Karte. Schild. Wie kommen wir wieder hoch? Ja.
Ja-Lord-Maschinen. Trunkenheit und Wollust nur an Festtagen und auch nur in bestimmten Grenzen toleriert werden. Die Heiligen mögen eure Inbrunst gutheißen. Dann hier rüber. Jetzt können wir die Assassinen mal alle auch wieder auf Mission schicken. Weiter. Oh, rüber. Neue Ausrüstung freigeschaltet. Pistole, neuen Assassin. Passt. Diese Waffen auch noch mal ausrüsten oder nee, es ist dann so und dann dahin. Aufgaben. Das brauchen wir da gar nicht probieren. Die sind noch viel zu schwach, unsere Assassinen. Auswählen. Eine sehr... Ich... Bitte nicht sterben, Mädels. Das hin? Das sieht schon deutlich, ja. Mission starten. Ich weiß mir im allerwertesten, wenn die ganzen Assassinen wegen 4% es nicht hinkriegen. Das wäre jetzt halt echt übel. Bitte nicht sterben. Mission starten. Für einen Assassinen eine Mission. Kriegst du diese Mission hin? Ja. Akzeptieren. Sind die schon mal alle auf Mission? Weiter können wir. Jetzt kann man hier. Hey. Die Maschine von Leonardo kaputt machen. Was war das für eine Mission? Kenne ich die überhaupt? Nein, die kenne ich nicht. Im Panzerwagen keinen Schaden nehmen. Oh.
Verbindung ist sicher und die Spione in Ketten. Wer Cesare bestehlen will, ist selbst schuld. Okay. Viel zu voreilig. Dem Panzerwagen keinen Schaden, es könnte noch interessant werden. Den Architekt aus Rufspüren. Die Erfindung ist sicher und die Spione in Ketten. Erinnerung. Wer Cesare bestehlen will, ist selbst schuld. Es könnte eine interessante Mission werden. Die Erfindung ist sicher und die Spione in Ketten. Wer Cesare bestehlen will, ist selbst schuld. Ich hab na toll. Das könnte eine interessante Mission werden. Die Erfindung ist sicher und die Spione in Ketten. Wer Cesare bestehlen will, ist selbst schuld. Gebiet folgen. Und ja.
Becken verprügeln um den Standort. Okay. Was wollt ihr? Wo sind die Pläne für diese Waffe? Auf einem Tisch am anderen Ende der Festung. Und das Gerät selbst? Ich bin nicht sicher. Doch ihr braucht mindestens 3 Männer. Dann kommt mit mir. Nein, wir haben 3 Söldner gefangen. Sie sind gegenüber von den Plänen einer Zelle. Die helfen euch. Wen? Ja, aber wie wir hier weitermachen, sehen wir in der nächsten Folge. Also bis dahin. Ciao, ciao.